glaube, ich mache da einen Zähler ran. Der eine ist am Baggern, der andere am Rohren. Jo, jetzt gibt's Güllefahrwetter. Fängt an zu regnen. Muss nichts machen, dreckig Werkstatt. Aha, so macht er das. Jeha. Voll der hässliche Vogel. Moinsen, Donnerstag, 14. März. Guck mal da. Haben wir gestern noch schnell aufgeladen. Morgen sollen die Beregnungsleitungen eingebuddelt werden. Und dann haben wir festgestellt, dass T-Stücke fehlen. Drei Stück. So eine Scheiße. Wir haben das ja im Dezember geholt. Da war Vater da mit dem Wagen hin, hat die Rohre geholt und die Teile. Und jetzt haben wir es gestern aufgeladen und durchgeguckt und festgestellt, dass drei 125er T-Stücke fehlen. Das bedeutet, ich darf gleich spazieren fahren und die holen. Aber die brauchen wir morgen. Kacke. Irgendwas ist immer, ne? Ach, shit. Ansonsten wird hier nachher irgendwann in einer knappen Stunde oder so, wenn der Elektriker da ist, wird der Strom abgeschaltet. Komplett. Alles tot. Weil der neue Zählerschrank kommt. Boah, das bedeutet, wir trinken jetzt noch schnell einen Kaffee, damit wir nicht ohne Koffein irgendwie den Tag verbringen müssen. Das wäre scheiße. Das machen wir jetzt schnell und dann nehme ich euch gleich mit, Teile holen. So, 8 Uhr. Und mal gespannt, wo wir hier sind. Für Dittmar mit dem Transportfass. Die fahren ins Getreide. Das lassen wir mit dem Nachbarn zusammen machen. Die sind jetzt im Moment beim Nachbarn und danach soll das eigentlich bei uns noch weitergehen. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt brauchen. Ob das heute noch ist oder morgen. Und dann geht es morgen ja auch mit dem Güllefahren auf Kartoffelland weiter. Dann werden morgen die Leitungen eingebaut. Ja, das wird alles noch ein bisschen. Muss mal gucken, wie wir das zeitlich voneinander dann kriegen. Mal schauen. Jetzt aber erstmal Teile besorgen. Ich muss noch einmal kurz zu den Kollegen im Lager durchstellen, die können das dann gleich schon zusammenstellen. Ja, alles klar. Jo, danke. Danke, tschüss. Ja, moin. So, gleich wird das Navi schimpfen, weil ich anders fahre, als das Navi das möchte. Schmierwurst. Jetzt noch die Teilstrecke, die Jens im Schlaf kennt, nach Wietzendorf. Rechts abbiegen. Oh, das hat sie aber schnell verstanden, dass ich anders fahren will. Donnerwetter. Donnerwetter. Junge, 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 Junge. Die machen wir bald wieder auf, ne? Da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Und zwar sind ein paar Bestellungen offen, das sind 4 Stück oder sowas. Nicht, dass ihr euch wundert oder ärgert, tut mir leid, aber das wird gerade mit dem Packen nichts. Also ich kann heute aus 2 Gründen nicht packen. Erstens, der Strom ist weg jetzt. Und zweitens, ich bin unterwegs und muss diese blöden Teile holen. Ankunft 9.13 Uhr, alles zusammenladen, gute Stunde wieder zurück. Na, egal, ist wie es ist. Und morgen werde ich es leider auch in nicht schaffen. Ungefähr 400 Metern kommt ein Kreisverkehr. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Jawohl, das ist sogar richtig. Also morgen werde ich es leider auch nicht schaffen, weil morgen früh gegen 7:30 fangen die an, den Schacht oder den Graben auszubaggern für die Beregnungsleitung. Um 8 fährt Jens, das weiß er noch nicht, aber um 8 fährt. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Um 8 fährt Jens dann damit hin, eben die Rohre verteilen soweit. Und um 8 fangen die auch planmäßig zumindest an, Gülle zu fahren. Dann muss ich mit dem Grubber hin. Und aus dem Grunde, seid mir bitte nicht böse, aber das wird dann erst Montag rausgehen. Tut mir leid, ist wie.
sind noch so eigentlich ganz gut davor. Also das als Erklärung dafür. Wie geht das Ackern? So, hier geht es zum Panzermuseum links. Wir sind in Munster. Ja, richtiger Weg war gerade die Straße gesperrt. Vermute ich mal hier wegen Truppenübung. Man hört das hier die ganze Zeit auch knallen. Also an der Aufnahme wahrscheinlich nicht. Aber hier wird scharf geschossen. Jetzt fahren wir einen kleinen Umweg. Jetzt sind wir 4 Minuten später. Geht ja noch. Na, gibt es hier noch Sommergetreide? Oder was gibt es? Nachsehen. Hier hat wohl auch Wasser gestanden. Der Ort ist in 150 Metern auf der linken Seite. Jawohl, jawohl. Da stehen fürchterlich viele Beregnungen. Ich würde mal behaupten, wir sind richtig. Der Zielort ist in 50 Metern auf der linken Seite. Nix linke Seite. Sie sind angekommen. Der Zielort ist links. Jaha. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Stehen hier Beregnungen rum. Braten den Storch. So, wo muss ich jetzt zum Abholen? Da ist Büro. Fahren wir mal hier rauf. So, erwidert. Das ging flott. Ja, wir wollten eigentlich noch Bögen haben. Die gibt es in der Form nicht, also verzichten wir drauf. Hilft ja nichts. Schön sortiert, das bräuchte ich nicht da dran. Das würde vieles vereinfachen. Und ein sehr wichtiges Schild haben sie da im Lagerbüro. Man muss die Schuld auch mal bei den anderen suchen. Sehr gut. So, Afner Hussein. 9.19 Uhr, das hat auch gut geklappt. Herrlich. Kann man machen. Ach, guck mal, das Wild hat er auch noch. Da steht das Wild. Schön. Gucken die alle so? Wollen die mit? Also, Stunde zurück. Überall dasselbe dieses Jahr, ne? Wattenblitzer, ey. So, das ist die andere Richtung. Da ist nämlich gesperrt. Die kleine Absperrung. Jetzt brauchen wir wieder Umweg. Und wenn ich dran denke, zeige ich euch gleich noch die große Absperrung. So, hier müssen wir rechts. Und vorhin hätten wir hier eigentlich links fahren, also geradeaus weiterfahren sollen. Rechts abbiegen. Ja. Und zwar, kann man das sehen? Kann man nicht sehen von hier, ne? Da hinten ist gesperrt. Mit Schranken. Quer über die Straße. Also erstmal Warnbaken und dann fest installierte Schranken quer über die Straße. Ja, was haben wir denn da? Geschafft. Na, kommt die Kamera jetzt mal. So, also ganz kurz noch mal eben. Ich wollte gucken, ob wir morgen da, wo wir fahren wollen, fahren können.
Hier kommt die Beregnungsleitung rein. Wir haben hier einen Hydranten. Das ist ja unser Schlag. Und dann haben wir dauerhaft eine Fläche getauscht. Also nicht nur für dieses Jahr, sondern dauerhaft. Und die grenzt hier an unserem Schlag an. Irgendwo hier ist die Grenze. Hier. Und da kriegen wir jetzt drei Hydranten neu. Einmal hier, dafür haben wir die T-Stücke heute Morgen geholt. Da kommt einer. Ach ja, wieder anbinden. Ich war gerade draußen. So, hier noch einer. Und dann eine, drei Spritzspuren weiter noch einer. Und dann sind wir hier mit der Beregnung ganz gut voreinander. So, bis hier. Ja. Das sollte passen. Das soll morgen früh um 8 soll Jens hier sein. Halb 8 wollen die anfangen zu baggern. Und dann fahre ich zum Grubbern. So, dann wollen wir mal sehen. Den Schlag hier, den hat der Nachbar dieses Jahr für Mais. Und nächstes Jahr auch. Hat hier auch Mist hingekippt. Hier kommt Mist drauf. Das war ja da, Fenster wieder zu, auch unsere Vereinbarung. Die bekommen das Stroh von uns und bringen den Mist dann wieder. Das passt auch gut. So haben wir die Organik trotzdem noch, aber das Stroh konnte genutzt werden. Das ist schon gar nicht so doof. So, hier ist Güllefahren soweit durch, bis auf da hinten, da ging es noch nicht. Aber jetzt mit Sonne und wir haben jetzt 14 Grad, zeige ich das an, gar nicht so verkehrt, dann trocknet das auch noch ein bisschen mehr ab wieder. Ja, dann müsste das eigentlich bald da hinten am Wald auch nächste Woche gehen, wenn es nicht wieder Regen gibt. Jo, und hier hat der Nachbar schon Kartoffeln drin. Frühkartoffeln. Hört ihr das Summen? Scheiß Autos. Warte. Keine Ahnung, ob man das auf der Aufnahme hören kann. Der sitzt voll mit Bienen. Fleißige Bienen. Hui, Moinsen, Freitag 15.30 Uhr. Steht da am 7.18 Uhr. Macht sich fertig. Denn Jens fährt jetzt zum Rohre verlegen. Und ich schnappe mir den 8.18 mit einem 6 Meter Grubber. Und ich fahre zum Güllekratzen. Gülle einjungen. Mal gucken, wie das heute läuft. Das mit den Rohren sollte nicht, nicht so das Problem sein. Mit dem Güllefahren müssen wir gucken, wie die Befahrbarkeit ist an dem Schlag, wo wir hinwollen. Aber das sehen wir gleich. Heute ist nochmal ganz schönes Wetter, jetzt gerade und auch angesagt. Die nächsten Tage dann ein bisschen weniger schön, aber Regen zwar auch angesagt, aber jetzt nicht die riesen Mengen mehr. Sind im Moment noch ganz guter Dinge, dass alles so hinhaut und weitergehen kann. So. Dann wollen wir mal rauftouren. Ja, wir fahren mal mit dem 718 und dem Anhänger und den Rohren aufs Feld. Wir wollen die Beregnungsrohre verlegen. Ich soll die da erstmal nur hinbringen, mal gucken, was da noch so mein Job ist da. Werden wir gleich sehen. Naja, da sind die Rohre. Die gehen die alle so. Ich glaube, heute kriegen sie auch nicht alle rein. Da geht es dann Montag irgendwie weiter. Mal schauen. Ansonsten tüdel ich nachher wieder auf dem Hof hier hinten rum. Und Sven macht sich auch auf den Weg. Der geht wieder kratzen. Und spielt wieder mit der Kamera rum da hinten.
schon überall die Töpfe hingestellt, wo wir nah am Stellenhaar ungefähr hinkommen sollen für die Beregnung. Ja. Aber dann mal sehen, wo ich mich hinstelle. Befinden uns auf Tauschflächen. Und er hat schon, ich glaube, das ist jetzt die zweite Tonne oder sowas. Wir haben es jetzt 5 vor 8. Mal gucken, er klappt ein. Warum klappt er ein? Die Walze da, die dreht so fein weiter und ich stehe. Ich glaube, ich mache da einen Zähler ran und dann vermiete ich den Grubber. Das ist eine Goldgrube. Ja, mich haben die beiden jetzt weggeschickt hier im Grunde genommen. Ich kann da nicht viel helfen. Der eine ist am Baggern, der andere am Rohren. ja, ich habe denen noch ihren Wagen eben beiseite gezogen vom Feld runter, damit die nachher vernünftig aufladen können später. Die machen jetzt erstmal hier bis zu dem ersten Schacht und dann mal gucken, wie die Zeit ist. Vielleicht auch bis zu dem zweiten Schacht. Der ist ja da vorne. Den Anhänger lasse ich erstmal hier stehen mit den Rohren. Hole ich dann nachher auch wieder weg. Ja, und dann geht der Rest dann irgendwie Montag weiter bis da hinten. Da ist da noch ein Schacht da ganz da hinten. Und dann sollte das eigentlich hier soweit
abgedeckt sein auf dem Feld hier. Mal gucken. Aber naja. Mal gucken, wie weit die nachher gekommen sind, wenn ich dann nachher den Wagen wieder abhole. Er meldet sich dann bei mir, wenn irgendwas ist. Und ich düse nach Hause und mache dann da wieder Gartenarbeiten, Laubhaken und sowas. Alles muss ja auch gemacht werden, nützt ja nichts. Jetzt gibt es Güllefahrwetter. Fängt an zu regnen. Gibt's doch gar nicht. Was für ein Schauer doch. Was soll denn das? So, 2 Hektar noch und dann machen wir erstmal Schluss mit Gülle fahren. Die müssen noch bei einem Berufskollegen dringend was wegfahren, weil der quasi überläuft bald. Und da habe ich gesagt, komm, das ist. Wir haben jetzt erstmal genug Fläche, wo wir pflügen können. Nächste Woche. Das läuft nicht weg. Also da 1-2 Hektar Schlacht noch und dann machen wir sauber und fahren erstmal nach Hause. Ganz ohne versenken, wa? Junge! So, viermal hin und her oder was und dann sind wir durch für heute und für diese Woche.
Disponiert. Wir bringen die Esel jetzt raus. Scheiß was. Ein paar kleine Bund Stroh, das hier muss auch ja nach und nach auch mal alles leer. Aber, ach, da kann ich die rausschmeißen, dann saugen wir die Werkstatt nicht so ein. Gucken, ob Jens das versteht, was ich will. Chefe! Können wir schmeißen hier? Muss nichts machen, dreckig Werkstatt! Ja! Miezekatze. Ja. Aha, so macht er das. Na Uschi, was ist da schon wieder? Dass sie nicht hinten die Rückwand gleich wieder kaputt machen. So, wir haben hier gerade noch übergelegt. Wir stellen hier drei mobile Gitter rein, damit sie uns die Rückwand nicht wieder gleich rausdrücken. Jens hat ja von hier vorne nach hinten getüdelt, aber die Esel, die sind halt Esel, ne? So, da sind noch zwei und dann geht das. Ich weiß, ob wir einen Vollgas geben können.
Jeha! Ja, Nase im Wind. Ja, los, holen wir den nächsten. So, jetzt klären Sie mal eben die Hackordnung, ne? Die anderen brauchen da nicht mitspielen. Die beiden Männer unter sich hier, ne? Willi spielt auch mit. Ja. Willi auch. Willi will auch mitmachen. Oh, die Jungs haben auch gleich Wochenende. So, ich hole jetzt noch mein Eselspielzeug. Und Jens Kamera, die hat er nämlich auf dem Weidemann vergessen. Man kennt es. Jünter, warum verschmähst du mein schönes Spielzeug? Mann, hey, was soll denn das? Das ist auch ein bisschen hässlich, der Vogel. Voll der hässliche Vogel. Lul, Mann ey, keiner will mit meinem Spielzeug spielen. So, Wilma müssen wir noch mal fangen. Die hat ihr Halfter noch an. Interessiert dich auch nicht. Dann holen wir ein bisschen Futter. Wir holen mal eben was zu fressen. Sonst kommen die eh nicht. Nur mit der Sicht, aber dann... unseren Wagen wieder wegholen. Mann. Die Rohre, die sie brauchen, sind alle runter, sagt er. Nachbar ist hier am Miststreuen. Oh, fast fertig, Junge. Ne, da hinten liegt noch ein Haufen. Aber dieser Haufen ist gleich weg. So, und die Bewegungsleitung ist ja auch quasi fast fertig. Haben sie echt gut geschafft. Die Leitungen sind alle drin. Ein Hydrant muss noch gemacht werden. Das wird Montagmorgen fertig und dann ist das schon eine Geschichte hier, das Projekt. Dann haben wir Wasser. Also Wasserleitung. Halt, stopp. Reicht der Druck? Muss reichen. Sehr schön. So, dann kann ich, was will der denn jetzt von mir weg? Dann kann ich Nachbarn nochmal anrufen. Er hatte neulich gefragt, ob wir ein bisschen Beregnungsleitung über haben. Da wusste ich es aber noch nicht, aber da sind noch ein paar Längen auf dem Wagen. Denn wenn er sie noch braucht, kann er die nehmen. Rum mit dem Druck. Was soll denn das? Nee, das reicht. Soll sich nicht so anstellen. Ab nach Hause.
muss unbedingt den Regenmesser wieder rausfummeln. Hui, Moinsen, Samstag, 16. März. Das hat gestern ganz schön geplattert. Beim Grubbern zwischendurch ja mal einmal so ein Schauer. Und gestern Abend, ich weiß nicht, gegen 9 oder so, auch nochmal richtig, also es hat zwischendurch richtig, richtig doll geschüttet. Gott sei Dank nicht, wer weiß wie lange, aber echt doll. Meine Güte. Oh. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. So ein bisschen Regen, ja okay, dass sich der Dünger löst auf dem Weizen, das ist ja alles noch in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ich habe den Wetterbericht gerade nochmal nachgeguckt. Der hat sich nicht zum Positiven gewendet. Das sah gestern und vorgestern im Wetterbericht noch alles viel schöner und entspannter aus. Ja, mal gucken. Mal gucken. Irgendwie. Eigentlich hatte ich gedacht, nächste Woche nochmal so langsam mit dem Pflügen und dann vielleicht schon mal ein paar Kartoffeln in der Erde und sowas. Ja, ich weiß nicht, ob das hinhaut. So, ich wollte nochmal eben ganz schnell bei den Eseln vorbei luschern. Wenn wir jetzt, wenn die Schafe und Ziegen uns gleich sehen, gibt es erstmal großes Gemecker. Das ignorieren wir jetzt mal gekonnt und gucken, ob das bei den Eseln alles in Ordnung ist. Jetzt geht's schon los. Ja, ihr seid noch nicht dran. Ja. Ja, schnell weg. So, ja. Da sind sie alle. Ja, moin! Ja, moin! Guten Morgen! Jünter hat sich einen Ast gesucht. Toll. Na, wie sieht's aus? Alles gut? Ja, ne? Piekfein. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass der Akku rot wird. Der Akku ist alle. Und aus diesem Grunde, ich habe gestern leider vergessen, mit Jens zusammen Tschüss zu sagen. Ausnahmsweise mal ohne Jens ein Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche geht's weiter. Ich bin gespannt, was das Wetter macht, ob wir jetzt so halbwegs so lang kommen, wie ich mir das gedacht habe. Aber ihr werdet es dann in Kürze wissen. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen. Abo wird uns auch sehr freuen. Jens freut sich da auch sehr drüber, wenn es vorangeht und euch das gefällt, was wir hier treiben, weil sonst bräuchten wir die Kameras auch nicht immer mitschleppen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dankeschön, reinhauen. Wirsing! So. Schattig ist das heute auch. Gestern war schöner. Boah.